Roger Federer kam gehörig ins Schwitzen. Es war schwülwarm am Dienstag in Paris. Er verlor erstmals einen Satz bei den diesjährigen French Open und sein Landsmann Stan Wawrinka verlangte ihm alles ab. Am Ende aber setzte sich der Maestro bei den Schweizer Meisterschaften mit 7:6, 7:4, 4:6, 7:6, 7:5, 6:4 gegen seinen 3 Jahre jüngeren guten Freund durch. 3:35 dauerte das nicht immer hochklassige, aber höchst spannende Match, das bei 3:3 im vierten Satz 70 Minuten wegen eines Gewitters unterbrochen war. Am Freitag kommt es damit schon im Halbfinale zu einer Neuauflage der Finals von 2006, 2007, 2008 und 2011 in Paris. Federers Gegner wird zum 39-mal Rafael Nadal sein. Der Spanier, in jenen 4 sowie 7 weiteren Endspielen in Roland Garros der strahlende Sieger, hatte in seinem Viertelfinale freilich weit weniger Mühe als der French Open-Sieger von 2009. Sein 6:1, 6:1, 6:3 gegen Kai Nishikori aus Japan, beim Stand von 4:2 im dritten Satz ebenfalls wegen des Unwetters unterbrochen, dauerte nur 1:51. Federer denkt an 2015, das 26-Duell zwischen Federer und Wawrinka entbehrte nicht einer gewissen Brisanz. 2015 hatten sie sich ebenfalls im Viertelfinale von Roland Garros gegenübergestanden. Damals, erinnerte sich Federer vor der Neuauflage, habe ihn sein Landsmann ja mit 6:4, 6:3, 7:6, 7:4 geradezu zerstört. Was ihm aus diesem Jahr noch im Gedächtnis geblieben war, war Wawrinkas schlimme Shots, ergänzte er lächelnd. Bildergalerie. Die einzigartige Karriere von Roger Federer. 66 Bilder. Damals trug Wawrinka karierte Hosen. Er gewann nach dem Sieg über Federer auch das Turnier im Endspiel gegen Novak Djokovic. Am Dienstag kam er in einen farbigen roten Hosen und spielte nur unwesentlich schlechter als 2 Tage zuvor im grandiosen 5-Satz-Drama gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas. Und seine 3 Siege bei 22 Niederlagen hatte er auf Sand errungen. Federer lobt Wawrinka. Da galten Federers ersten Worte nach dem Sieg auch seinem Konkurrenten, dem er ein großes Lob aussprach. Ich musste viel Serve in Volley spielen. Das musste ich tun. Gegen Stan hast du keine andere Chance. Bei den Volleys musste ich oft viel Risiko nehmen. Aber das ist eben die Stärke von Stan. Er zwingt dich, so zu spielen, der ZN gratis testen und Tennis-Highlights live. Der Spanier hat in Roland Garros nur 2 Matches verloren. Dafür aber am Dienstag sein 91. auf der roten Asche am Bois de Boulogne gewonnen, das ist etwas ganz Großes für mich. Da freue ich mich sehr drauf, blickte Federer direkt nach dem Match auf das Duell voraus. Bildergalerie-Ranking, die 10 größten Duelle zwischen Federer und Nadal. 24 Bilder. Die French Open präsentiert Sport 1 täglich im Sport 1 Live. Dicker Nadal zum 12. Mal im Halbfinale. Titelverteidiger und Rekordsieger Rafael Nadal steht nach einer Machtdemonstration zum 12. Mal im Halbfinale der French Open. Einen Tag nach seinem 33. Geburtstag ließ der Sandplatzkönig dem Japaner Kai Nishikori im Viertelfinale beim 6:1, 6:1, 6:3 keine Chance. Der Spanier verwandelte seinen ersten Matchball nach nur 1:51. In der Runde der letzten 4 trifft Nadal auf seinen Schweizer Dauerrivalen Roger Federer, der seinen Landsmann Stan Wawrinka 7:6, 7:4, 4:6, 7:6, 7:5, 6:4 bezwang. Der Mallorquiner strebt damit weiter in beeindruckender Manier seinen 12. Titel auf der roten Asche von Paris entgegen. Im Turnierverlauf musste Nadal erst einen Satz in der 3. Runde gegen David Goffin, Belgien, abgeben. Der Spanier mit einer Machtdemonstration. Das Viertelfinale am Dienstagnachmittag auf dem Hauptplatz Philippe Chatrier ging von Anfang an nur in eine Richtung.
Nadal nahm Nishikori gleich dessen ersten Aufschlag ab, insgesamt breakte er den Japaner siebenmal. Der Weltranglisten-Siebte Nishikori konnte Nadals druckvollem und hochkonzentriertem Spiel kaum etwas entgegensetzen. Meistgelesene Artikel Tennis Grand Slams. Dieser Schlag spaltet die Tenniswelt. Fußball, Bundesliga Rangnicks neuer Job wirft Fragen auf. Fußball, Premier League Klopp plant offenbar Sabbatical. Fußball, Champions League Klopp ließ Benfica Spurs imitieren. Fußball, Premier League Sturridge und Moreno verlassen LFC. Dazu kamen beim Japaner auch körperliche Probleme. Vor Beginn des dritten Satzes nahm Nishikori ein medizinisches Timeout und ließ sich an der rechten Schulter behandeln, kurz darauf musste er wegen Schmerzen im Schlagarm erneut zweimal die Hilfe des Physiotherapeuten beanspruchen, ehe das Spiel wegen eines Gewitters beim Stand von 2:4 im dritten Satz für rund 70 Minuten unterbrochen wurde. Doch auch davon ließ sich Nadal nicht beirren, nach nicht einmal 2 Stunden schlug Nishikori einen Vorhandball ins Aus. Let's block it's, why?